Ja, hallo und ich begrüße euch alle zur neuen Ausgabe der besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Ja, und heute möchte ich mich beschäftigen mit den katastrophalen Zuständen in den Schlachthöfen, die nun wegen der Corona-Infektionen endlich in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt sind, aber natürlich auch mit Verantwortlichkeiten, mit Ursachen und vor allem mit einer Debatte, die jetzt plötzlich wieder aufgeploppt ist und die in meinen Augen eine pure Ablenkungsdebatte ist, nämlich die Debatte über Billigfleisch und dass wir doch jetzt schleunigst den Preis für Fleisch erhöhen müssen. Seit die Corona-Infektionen in diversen Schlachthöfen immer mehr eskalieren, eine ganze Stadt wie Gütersloh in den Lockdown zurück muss, weil an Tönnies Schlachthof massive Infektionen stattfinden. Seitdem interessiert sich die Öffentlichkeit für die Zustände dort. 7-6-Tage-Wochen, Arbeitszeiten von 16 Stunden, Menschen, die gezwungen wurden, sogar krank zur Arbeit zu gehen, Entlassungen, weil jemand, weil das Kind krank war, nicht zur Arbeit erschien. Und weil es da offenbar einigen Politikern nicht so richtig in den Kram passt, dass näher gefragt wird nach Verantwortlichkeiten, dass näher hingeschaut wird, hat das denn wirklich niemand gewusst, niemand mitbekommen? Ja, um vielleicht von der Debatte ein bisschen wegzukommen, hat jetzt eine andere Debatte richtig nochmal an Fahrt aufgenommen, nämlich die Debatte über den Fleischpreis. Die Landwirtschaftsministerin Klöckner twittert also eifrig, der Fleischpreis ist zu niedrig und sie wettert gegen Ramschangebote an den Fleischtheken, der Discounter vor allem. Ja, und Grünen-Chef Habeck hat ja schon vor einem Jahr eine Schnitzelsteuer gefordert, ist jetzt auch wieder voll dabei und sagt, ja, das geht ja so nicht weiter mit diesem Billigfleisch. Der niedrige Fleischpreis soll also schuld sein an den katastrophalen Zuständen? Oder womöglich gar der Kunde, der so geizig ist, dass er einfach nicht mehr als das für Fleisch ausgeben möchte, was zurzeit in den Billigdiscountern verlangt wird, ein Preis, der für gut verdienende Politiker wie Herrn Habeck und Frau Klöckner ein Billigpreis ist? Wer ist verantwortlich für katastrophale Ausbeutung in den Schlachthöfen? Wer ist schuld an Tierquälerei und immer mehr Antibiotika-Einsatz? Der geizige Konsument, der sein Fleisch immer noch bei Aldi aus der Tiefkühltruhe holt und nicht bereit ist, das zu tun, was natürlich Herrn Habecks ethisch vorbildliche Klientel tut, nämlich im Biomarkt das erlesene Fleisch zum höheren Preis zu kaufen oder aber ganz auf Fleischkonsum zu verzichten und stattdessen Quinoa oder Süßkartoffeln zu essen. Und um den bockigen Konsumenten, der sich einfach nicht mit moralischen Appellen überzeugen lassen will, jetzt auf den Leib zu rücken, muss jetzt also über teureres Fleisch nachgedacht werden. Und deswegen fordert jetzt auch Frau Klöckner eine Tierwohlabgabe von 40 Cent pro Kilo Fleisch. Ich muss sagen, ich finde diese Debatte wirklich empörend arrogant und am eigentlichen Thema vorbei. Ist Herr Tönnies wirklich ein Opfer geiziger Konsumenten, die nicht bereit sind, mehr für Fleisch auszugeben? Ja, dagegen spricht doch schon, dass der Tönnies-Konzern, also dieses Unternehmen, mehr als die Hälfte ihrer Produkte überhaupt nicht in Deutschland verkauft, sondern international. Und da werden tatsächlich deutlich höhere Preise gezahlt, als sie Aldi und Lidl bereit sind zu zahlen. Über die Hälfte seines Umsatzes, der Fleischpreis international, ist gerade in den letzten Jahren deutlich gestiegen, seit in China die Schweinepest grassiert. Seitdem kauft nämlich China in großem Umfang bei Herrn Tönnies. Aber es ist nicht bekannt geworden, dass deshalb auch nur eine von den erbärmlichen Unterkünften der Wanderarbeiter modernisiert wurde oder womöglich gar irgendeiner von diesen schrecklichen Werkvertragskonstruktionen aufgelöst und ordentliche Arbeitsplätze geschaffen wurden. Also der Preis allein
der kann ja wohl nicht die Ursache sein. Im Übrigen hat auch der Billigpreis in Deutschland Herrn Tönnies ja nicht davon abgehalten, zum Milliardär aufzusteigen. Also bei allem Gejammere über Margendruck schreibt das Manager-Magazin Herrn Tönnies immerhin ein Vermögen von sage und schreibe 1,7 Milliarden Euro zu. 1,7 Milliarden hat der Mann gemacht mit Billigfleisch, obwohl angeblich ja der Preis so niedrig ist, dass man ja überhaupt kein Geld verdienen kann und deswegen seine Arbeiter so katastrophal behandeln muss, wie er das in seinem Unternehmen tut. Das Gleiche gilt übrigens auch für andere Schlachtereien. Also Tönnies ist ja kein Einzelfall. Und nicht zufällig gibt es ja auch in den anderen Unternehmen immer wieder Corona-Fälle, weil sie überall die gleichen katastrophalen Arbeitsbedingungen haben. Aber die Eigentümer, die haben doch mit diesem angeblichen Billigfleisch ein sehr stattliches Vermögen aufgebaut. Also nicht der Billigpreis ist der Grund dafür, dass es miese Arbeitsverhältnisse gibt, sondern umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die miesen Arbeitsverhältnisse ermöglichen es Herrn Tönnies und Co., trotz der Billigpreise Multimilliardäre zu werden. Zweiter Punkt. Ist der Konsument geizig? Das ist mindestens ebenso empörend. Wenn die Politiker genau der gleichen Parteien, die in den letzten 20 Jahren einen riesigen Niedriglohnsektor in Deutschland geschaffen haben, die die Arbeitslosenversicherung zerstört und durch Hartz IV ersetzt haben, die die Renten permanent gekürzt haben, wenn die Politiker genau dieser Parteien sich jetzt darüber aufregen, dass die Menschen, die sie arm gemacht haben, dass die Menschen, die heute wenig Einkommen haben, weil sie genau diese Politik erlitten haben und die Opfer dieser Politik sind, dass diese Menschen jetzt nicht genug Geld für Fleisch ausgeben wollen oder auch für andere Lebensmittel, dass sie die Billigangebote nutzen, weil sie wahrscheinlich froh sind, dass sie wenigstens so noch Fleisch kaufen können. Und insoweit auch hier wird doch andersherum ein Schuh daraus. Man muss den Menschen nicht, an die Menschen nicht appellieren, sie sollen doch bitte mehr Geld ausgeben für gute Lebensmittel. Wenn man das ernsthaft will, muss man ihnen die Möglichkeit geben. Man muss die Mindestlöhne erhöhen. Man muss den Niedriglohnsektor austrocknen. Man muss ein ordentliches Rentensystem, und zwar eine gesetzliche Rente, wiederherstellen, von der die Menschen im Alter würdig leben können und nicht rechnen müssen oder womöglich noch zur Tafel gehen. Man muss die Arbeitslosenversicherung wiederherstellen, statt ein entwürdigendes Hartz-IV-System aufrechtzuerhalten, wo man sich am Ende tatsächlich nicht mehr viel mehr als Billigfleisch leisten kann und auch das ja keineswegs so oft, wie das immer suggeriert wird. Ja, wenn man den Menschen mehr Geld in die Hand gibt, wenn sie besser verdienen, dann können sie auch besser auswählen, was sie kaufen. Aber zu suggerieren, dass jemand, der heute für Niedriglöhne arbeitet, die Auswahl hätte, auch nur regelmäßig frisches Obst und Gemüse zu kaufen, ist völlig absurd. Und wer solche Debatten führt, beweist damit, wie weit er sich von der Lebensrealität eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung entfernt hat. Also an den katastrophalen Bedingungen in den Schlachtereien ist nicht der Fleischpreis und auch nicht der geizige, angeblich geizige Konsument schuld. Sondern wenn wir hinter die Kulissen gucken, ist die Verantwortlichkeit für die Verhältnisse sehr, sehr klar. Verantwortlich dafür, dass es so schlimme Bedingungen gibt. Bedingungen, wo wir früher vielleicht dachten, das war mal im 19. Jahrhundert Kapitalismus, aber das ist doch nicht heute und schon gar nicht hier bei uns, vielleicht in Bangladesch. Dass es solche schlimmen Bedingungen mitten hier in Deutschland gibt, das ist Ergebnis politischer Entscheidungen. Die Bedingungen waren nicht immer so. Es war nicht immer so, dass 90% der Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie Werkverträge waren. Über Sub- und Sub- und Subunternehmen Menschen beschäftigt wurden, weit unter dem Mindestlohn, weil man alle möglichen Tricks nutzt, um sogar den noch zu unterlaufen. Das war nicht immer so. Das wäre auch nicht immer möglich gewesen. Es wurde möglich, zunächst einmal durch die Liberalisierung der Leiharbeit und der Werkverträge unter Rot-Grün damals. Da hat man die Grundlage geschaffen.
dass überhaupt Scheinwerkverträge in diesem Umfang genutzt werden können. Und seitdem haben wir viele verschiedene Regierungen gehabt, an denen sich in der Regel entweder SPD und CDU, auch mal die FDP beteiligt hat. Und vorher, wie gesagt, saßen die Grünen mit in der Regierung. Und keine einzige dieser Regierungen hat es für nötig befunden, diese Liberalisierung der Werkverträge zurückzunehmen. Und wenn Sie jetzt sich hinstellen und sagen, oh Gott, das haben wir ja alles nicht gewusst. Also was für eine Heuchelei. Natürlich hat man gewusst, was da los war. Es gab ja zum Glück ab und an immer mal auch gute Berichte, auch in den Medien. Und man hätte es vor allem auch wegen eines anderen Umstandes wissen können, wissen müssen. Und man hat es ja auch gewusst. Warum haben plötzlich so viele Firmen, auch aus anderen europäischen Ländern, ihre Produktion zu Hause dicht gemacht und sind nach Deutschland gekommen? Ja, weil wir hier Bedingungen geboten haben für Billigarbeitskräfte, für schlimmste, brutalste Ausbeutung, wie es sie nirgends sonst in Europa gab und nirgends sonst in Europa gibt. Also eines der Unternehmen, das nach Deutschland verlagert hat, ist beispielsweise Danish Crown. Ein dänisches Unternehmen. Ja klar, in Dänemark gelten in der Fleischindustrie Tarifverträge. Da ist ein Stundenlohn von 25 Euro üblich. Werkverträge sind verboten. Na klar hat das Unternehmen sich gesagt, Mensch, in Deutschland, da kriege ich Arbeitnehmer für 400 Euro. Die arbeiten unbegrenzt, die sind rechtlos, die wehren sich nicht. Und alle paar Jahre wechselt man sie aus, wenn sie völlig ausgelaugt sind. Hier in Deutschland ist das möglich gemacht worden, durch politische Regeln. Es ist auch immer mal wieder in der politischen Debatte gewesen. 2006 gab es ja deswegen auch ein Gesetz zur Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen. Der Teil zu den Werkverträgen war so schlecht, dass es danach noch umfassender möglich war, solche Scheinwerkverträge mit katastrophalen Ausbeutungsverhältnissen zu machen. Damals war die Arbeitsministerin Andrea Nahles. Und natürlich hat die CDU auch massiv darauf gedrungen, dass sich bloß nichts grundsätzlich ändert. 2017 hat man nochmal ein Gesetz gemacht. Das hieß schon Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischindustrie. Toller Titel, verändert hat sich gar nichts. Und die Bundesregierung wollte auch offensichtlich gar nicht wissen, ob sich was verändert. Bei der CDU ist das verständlich. Herr Tönnies ist ja zum Beispiel ein großer Spender, der immer mal nette Schecks rüberreicht. Wahrscheinlich gilt das auch für andere Schlachtereien und Fleischproduzenten. Ja, und so wäscht dann eben eine Hand die andere. Aber das ist das Kernproblem. Und man muss natürlich auch sagen, auch die Öffentlichkeit ist zumindest mitverantwortlich. Weil in den letzten Jahren, wenn man das Thema angesprochen hat, von Werkverträgen, von Ausbeutungsverhältnissen, von der unmöglichen Ausnutzung von Lohndifferenzen in Europa, erntete man überwiegend Desinteresse und großes Gähnen. Ganz anders war das zum Beispiel, als Herr Tönnies vor einiger Zeit öffentlich damit auffällig wurde, dass er sich mit einer saudämlichen Bemerkung über das Fortpflanzungsverhalten der Afrikaner äußerte. Da gab es einen riesen Aufschrei. Die Twitter-Accounts aller Habecks dieser Republik liefen heiß. Riesige öffentliche Empörung. Nun ist es ja richtig, wenn man sich empört, wenn jemand öffentlich rassistische Sprüche klopft. Aber ich finde, man sollte da schon mal genauer fragen, was ist eigentlich schlimmer? Wenn jemand öffentlichen Mist redet oder wenn jemand ein Milliardenvermögen dadurch aufbaut, dass er katastrophale Ausbeutungsverhältnisse schafft, dass er Menschen schindet und krank macht und dass das im Grunde sein System der Produktion ist. Was ist schlimmer von beidem? Also meine Antwort wäre das Letztere. Und deswegen muss ich sagen, es ist schon bezeichnend, dass öffentliche Empörungswellen so oft sich an Themen entzünden und auch an Problemen, deren Behebung erstaunlicherweise die Reichen kein Geld kosten würde. Während an sozialen Problemen, also da, wo es ans Eingemachte geht, da schaut man lieber weg. Deswegen muss man ganz klar sagen, wer will, dass solche Zustände aufhören, der muss sie verbieten. Und zwar mit harten und drakonischen Strafen bewährt.
Werkverträge, diese Art Scheinwerkverträge, gehören verboten. Genauso wie natürlich auch der Missbrauch von Leiharbeit für Lohndumping, weil das ist ja ein anderes Mittel, was man nutzen kann. Und natürlich bräuchten wir einen Branchenmindestlohn in der Fleischindustrie von wenigstens 15 Euro. Wie gesagt, in Dänemark sind es 25, die gezahlt werden. Und natürlich brauchen wir Kontrollen, weil formal irgendetwas zu beschließen, was keiner kontrolliert und dann vielleicht nur mit laschen Bußgeldern, ja, dann wird sich natürlich nichts ändern. Wir brauchen endlich Regierungspolitiker, die das Rückgrat haben, wirklich Regeln durchzusetzen, gegen die dann auch so eine Lobby Sturm läuft. Kann sie ja ruhig. Wir brauchen Regeln, die dafür sorgen, dass solche Ausbeutung nicht mehr stattfinden kann. Andere europäische Länder haben das auch nicht. Also soll doch niemand erzählen, das sei wegen der Globalisierung nicht möglich. So eine Lüge. Es ist möglich. Und jetzt als letztes die Frage, ja, würden denn dadurch die Fleischpreise nicht tatsächlich steigen? Das ist durchaus eine offene Frage, ob die Fleischpreise, die der Verbraucher am Ende zahlt, wirklich steigen würden. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Herr Tönnes und Co., das sind alles Milliardäre, die haben satte Gewinnspannen. Ja, warum nicht mal zu Lasten der Gewinnspanne die Löhne der Arbeiter erhöhen und nicht zu Lasten der Verbraucherpreise? Warum wird es als selbstverständlich angesehen, dass solche Inhaber zu Multimillionären oder Milliardären werden? Und das Gleiche gilt übrigens für den Einzelhandel auch, also gerade für die großen Lebensmittelketten. Als sie noch lebten, waren die Brüder Aldi die reichsten Deutschen. Die hatten ein Milliardenvermögen mit ihrem Discounter aufgehäuft. Ja, die Milliarden kommen, weil die Gewinnspanne so groß ist. Und die Gewinnspanne wird obendrauf geschlagen. Warum nicht mal drüber reden, wieso wir eigentlich derart unverschämte Gewinnspannen haben? Das hat was mit Marktmacht zu tun, mit Konzentration. Herr Tönnes schlachtet jedes dritte Schwein in Deutschland. Das ist eine unglaubliche Marktmacht gegenüber denen, die ihm die Schweine verkaufen, also den Landwirten, den Produzenten. Die großen Lebensmitteldiscounter haben eine unglaubliche Marktmacht, weil es ja nur ganz wenige davon gibt, die große Teile des Handels beherrschen. Warum reden wir nicht über Entflechtung? Warum reden wir einerseits immer wieder über Wettbewerb und meinen damit letztlich nur, dass Arbeitnehmerrechte verschlechtert werden? Warum nicht mal echten Wettbewerb wiederherstellen, indem man solche riesigen Unternehmen entflechtet? Oder vielleicht auch mal, wäre ja auch eine Idee, darüber zu reden, ob wir nicht andere Formen von Unternehmenseigentum brauchen, wo Gewinne wirklich nur noch in der Größenordnung gemacht werden, wie man sie für Investitionen braucht, weil gar niemand dahinter steht, der sich das privat aneignen kann. Wäre ja auch mal eine Idee. Und um deutlich zu machen, dass sich die Gewinnspannen deutlich erhöht haben mit der Konzentration, kann man das auch historisch vergleichen. Es war nämlich nicht immer so. Weil es gibt tatsächlich einen Fleischpreis, der eindeutig zu niedrig ist. Und das ist der Preis, den diejenigen bekommen, die das Fleisch produzieren. Also die Landwirte, die Bauern, die Tierzucht und Tierhaltung betreiben. Die haben tatsächlich heute viel weniger Anteil an dem Preis, den der Konsument am Ende im Supermarkt zahlt, als es noch in den 70er und 80er Jahren der Fall war. Damals ist zum Beispiel etwa die Hälfte des Geldes, den ein Konsument im Supermarkt bezahlt hat, an den Produzenten gegangen. Die Hälfte. Heute sind es nur noch gut 20%. Also um das konkret zu machen, wenn ich für 10 Euro Fleisch kaufe, dann hat damals der direkte Produzent etwa 4,40 Euro bekommen und heute bekommt er nur noch 2,20 Euro. Das ist Druck und das ist einer der Gründe, warum es tatsächlich einen unglaublichen Druck in der Richtung gibt, immer größere Massentierhaltung zu betreiben, immer mehr industrielle Massentierhaltung, immer mehr Antibiotika, die Tiere zu quälen und unter unmöglichen Bedingungen teilweise auch zu halten. Da ist der Druck, nicht beim Konsumenten. Und übrigens in anderen Bereichen der Lebensmittelbranche ist es sogar noch schlimmer. Also bei Zucker, Kartoffeln, Getreide,
Da ist der Produzentenanteil sogar inzwischen auf ganze 6% gesunken. Also wenn ich 10 Euro ausgebe für solche Lebensmittel, dann bekommt der Bauer am Ende, der das Getreide anbaut, gerade noch 60 Cent. Und da muss man sich nicht wundern, dass die Höfe sterben, dass die Landwirte Druck haben und dass wir eben eine tatsächlich Massentierhaltung haben und eine Landwirtschaft, die nicht nachhaltig ist und die auch ethisch in vieler Hinsicht nicht vertretbar ist. Da ist der Druck. Und den Druck haben wir wegen der Marktmacht derer, die danach kommen, die das Fleisch weiterverarbeiten, die das Getreide weiterverarbeiten und der großen Handelsketten, die es verkaufen. Das könnte man ändern. Und darüber sollten wir öffentlich reden. Das kann man nämlich ändern. Das wäre allerdings eine andere Debatte als die geheuchelte Empörung über das Billigfleisch und den Geiz der Konsumenten. Soweit für heute. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und auf eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal.